Ich bin auf Tour gegangen, trotzdem Lockdown Light. Ich bin trotzdem auf Tour, weil es hieß ja Lockdown Light, am Arsch Lockdown Light. Ich habe meine Kollegen gefragt, hey, wie kommt ihr über die Runden? Wie zahlt ihr die Miete? Und die sagen, geh auf die Comedy-Wettbewerbe. Da gibt's immer noch Preisgeld, gewinn da, räum ab, kannst die Miete zahlen. Hammergeil. Und dann bin ich zu einem Wettbewerb nach Augsburg. Und da war so ein Riesensaal und da haben so 400 Leute reingepasst. Anwesend waren aber nur 8 Leute. 5 davon saßen an der Bar mit dem Rücken zu mir. Und die anderen 3 saßen verteilt im ganzen Raum. Das waren meine Kumpels, Oleg, Viktor und Vadim. Und ich gehe zum Veranstalter. Ich sage, kommt noch jemand? Und er sagt, ja klar, wenn die Putzfrau fertig ist, hockt sie sich auch dazu. Und ich gehe dann Backstage und warte, bis ich aufgerufen werde. Und meine Jungs kommen mich Backstage besuchen. Und Oleg kommt rein, schaut sich so um. So, Nikita, das ist also dein Job, ja? Dafür hast du 2-mal studiert. Davon muss deine Familie jetzt überleben. Ne? Ich sage, ja, ja, vielleicht, wer weiß. Und Vadim kommt rein und sagt, Nikita, was ist das hier? Das ist alles so neu für mich. Mir gefällt das nicht. Ich will nach Hause. Ich sage, Vadim, beruhig dich. Das ist ein Comedy-Wettbewerb. Okay, da, wo im Publikum am lautesten gelacht wird, derjenige kommt ins Finale. Derjenige gewinnt. Okay? Nur Nikita, es sind nur wir 3 hier. Heißt das, ich muss lachen? Ich sag, nur bei mir. Ihr rastet aus, ich kann die Miete zahlen. Bitte. Nikita, was bin ich, Arschkriecher oder was? Warum muss ich für dich lachen? Ich sag, Vadim, vergiss es. Lach einfach, wenn es witzig ist. Aber woher soll ich wissen, wann es witzig ist? Und dann gehe ich auf die Bühne. Und auf der Bühne war so eine Showband, die so einen Jingle gespielt hat, während du auf die Bühne kommst. So wie gerade eben, aber live. Und die Showband bestand aus einem 12-jährigen Jungen in einem Anzug, der auf so einer kleinen Orgel gespielt hat. Eine Orgel? Bei einer Comedy-Show. Ich komme auf die Bühne und der Pisser spielt Star Wars auf einer Orgel. Und ich erzähle so mein Set. Ich erzähle über den Klassensprecher und dieser Pivon-Geschichte. Und das Ganze dauert so insgesamt 20 Minuten. Ich habe gebraucht 11 Minuten. Anscheinend spielt sich so ein Set sehr viel schneller, wenn niemand lacht. Und ich hatte so 1-2 Gags parat, wo ich weiß, die funktionieren, egal ob 2 Leute, 200 Leute. Und ich hau diese Gags raus. Nichts. Ganz hinten saß einer so, ah! Und ganz vorne sitzt Vadim und versucht mich zu unterstützen. Ha, 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 bla, ha, ha, ha. Und am Ende habe ich verloren. Gegen eine 17-jährige Bauchtänzerin aus Vietnam. Ling Chao. Und ich gehe zu meinen Jungs. Ich sage, Jungs, ihr seid Arschlöcher. Ihr seid hier, um mich zu unterstützen. Und Viktor sagt, Nikita, sie war besser als du. Ich sag, was heißt hier besser? Sie war nicht mal witzig. Oder hast du gelacht? Hast du gelacht? Und Victor, nein, nein, Nikita, ich schwöre, ich habe nicht gelacht. Aber ich habe viel gelächelt. Nikita, wahrscheinlich ist kein Platz mehr im Auto. Musst du mit Bus nach Hause. Ling Chao steigt zu denen ins Auto und die fahren los. Und das waren stressige Zeiten. Und aber es ist gar nichts. Es ist gar nichts, weil ich vergleiche solche stressigen Zeiten immer mit meiner Kindheit. Ich fand die Kindheit sehr viel stressiger, weil dadurch, dass wir hier in Deutschland alles haben, ist der Druck hier sehr groß, der auf Kinder ausgeübt wird. Weil du musstest die neuesten Klamotten haben, du musstest die neueste Musik kennen, du musstest die neuesten Filme kennen, das ist Stress pur. Ja, und ich habe damals kein Taschengeld gekriegt. Mein Vater nannte das Hartz IV für Kinder. Und die Leute sind ins Kino, ich hatte kein Geld fürs Kino. Aber mein Vater hat mir die Filme trotzdem besorgt. Bei meinem Onkel. Auf Videokassette, auf Russisch übersetzt. Wisst ihr, was es bedeutet, wenn ein Film auf Russisch übersetzt wird? Haben wir Zeitzeugen? Okay, ich weihe euch ein. Also, der Film läuft durch auf Englisch.
Und ein depressiver Russe redet mitten in den Film rein und übersetzt für alle. Alle! Und er übersetzt alles. Alles, was kommt, auch die Texte, auch die scheiß Taube, die vorbeiläuft. Ruh, ruh, und der Russe. Ruh, ruh, ruh. Du hörst raus, der Typ hat keinen Bock auf seinen Job. Er hatte Träume, er hatte Ziele, er wollte einmal Tänzer werden, ich weiß es nicht. Ihr müsst euch das vorstellen, der Film fängt an, bam, Star Wars, die Schrift kommt und du hörst, Weiners Würste. Der Film fängt an, bam, Harry Potter, Gary Kestrülkin. Ja, auch die Dialoge, I love you too. Я тебя люблю, я тебя тоже. Der krasseste Filmdialog in der Geschichte des Films. Luke, I'm your father. No! Luke, я твой отец. Блядь! Musik war auch stressig. Ich hatte keinen CD-Player. Also habe ich neben dem Kassettenrekorder übernachtet. Falls ein neues Lied im Radio lief, habe ich auf Rec gedrückt, hab's auf Kassette gehabt. Und dann konnte ich mit meinem Walkman in die Schule und mich während der Pause neben ein hübsches Mädchen setzen und ihr einen Kopfhörer geben, weil ich hatte das neue Lied. Problem war nur, wenn sie das Lied noch einmal hören wollte. Wisst ihr, wie viel Batterie es frisst, die Kassette zurückzuspulen? Und du sagst, warte, ich bin gleich da. Und dann renne ich aufs Klo, verstecke mich in der Kabine, nimm die Kassette und spule sie mit dem Bleistift zurück. Ich habe einen Cousin, der ist 17. Und ich habe ihn so gefragt, was hört ihr so für Musik? Und er sagt, Gangster-Rap. Wie bei uns. Lutscht nie aus. Und ich sage ihm, schick mir mal das Beste, was du hast. Und dann schickt er mir ein Lied von Kollega. Kennt ihr den? Cool, ich kannte ihn nicht. Und mein Cousin sagt mir, du musst aber aufpassen, weil seine Texte sind voll deep. Okay, ich habe Philosophie studiert, ich schaff das. Und ich höre mir das an und er hat recht. Ich habe eine Zeile auswendig gelernt für euch, vielleicht könnt ihr mir helfen. Er sagt, ich nenne die Fotzen nicht Fotzen, weil ich bosshaft bin. Ich nenne die Fotzen Fotzen, weil es Fotzen sind. Ich versuche solche Sachen aus der Sicht eines Künstlers zu betrachten. Und ich stelle mir einfach vor, wie dieser Mann da sitzt an seinem Schreibtisch mit einer kleinen Leselampe, stundenlang, und er versucht, irgendwelche Reime aus sich zu pressen. Ja, und emotional fährt er Achterbahn, zwischendurch weint er und schreit und hat Wutanfälle und wirft den Tisch um. Und nach 6 Stunden hat er endlich diesen Reim und schaut ihn sich an und denkt sich, das ist genial. Aber du zweifelst, weil es von dir kommt. Also schickst du es jemandem, der objektiv denken kann. Du schickst es deinem Manager, zum Beispiel, ja oder so. Und dein Manager liest sich das durch und denkt sich, Alter, was ist los mit dir? Das ist genial. 15 Millionen Klicks auf YouTube und die Leute kommentieren, ich hasse Menschen, die seine deepen Texte nicht verstehen. Es ist eine neue Zeit. Oh, ey, aber wir wollten auch Gangster-Rapper sein. Wir haben uns auch angezogen wie die. Wir haben uns bewegt wie die. Ja, wir hatten diese 3XL-Jeans, die uns unterm Arsch runterhingen. Ich sah aus, als hätte ich mir in die Hose geschissen. Eigentlich sah ich aus, als hätte ich die ganze Woche schon in diese Hose reingeschissen. Ja, wir standen immer so in der Bushaltestelle und wir haben uns minimal bewegt, weil je weniger du dich bewegst, desto cooler siehst du aus. Weil das Problem ist, wenn die Polizei kommt, was machst du? Wie willst du wegrennen? Du hast keine Chance. Ja, das sieht aus wie aus der 60er Jahre, so eine Frauenkomödie, Kleid hoch und los.
Deswegen rennen echte Gangster nicht weg, wenn die Bullen kommen. Weil es dumm aussieht. Und wir standen da so an der Wand mit Zigarette im Mund. Wir hatten so eine Geldkralle. Meine Geldkralle war leer, aber es geht ums Prinzip. Aber ich konnte meine zwei Kollegen trotzdem nicht ernst nehmen. Weil ihre Namen waren Manfred und Ottmar. Das sind keine Gangster. Das sind Steuerberater. Ich kann auch keinen Atheisten ernst nehmen, der Christian heißt. Aber Manfred und Ottmar. Wir haben auch geredet wie die ganzen Gangster. Ja, ich hole meinen Kumpel Manny ab, er kommt so aus dem Haus, so, yo, what's up, motherfucker? Und hinten hörst du so die Mutter durchs offene Fenster rufen, Manny, du hast die Vesperdose für die Schule vergessen. Ja, und später sind wir wieder an der Bushaltestelle und einer von uns nimmt so ein bisschen Scheine und zählt die so ab. Und ich so, yo, Bruder, wo hast du so viel Kohle her? Und er sagt, yo, habe ich irgendeinen Motherfucker abgeluchst, Mann. Aber ganz unter uns, Nikita, mein Vater hat den Bausparvertrag aufgelöst. Wir waren so tough, wir waren so hart. Es ist, irgendwann ist der Druck gestiegen. Der Druck ist gestiegen und warum und wie? Die Leute sind feiern gegangen, ich hatte kein Geld für Partys. Und ich gehe zu meinem Vater, ich konfrontiere ihn, ich sage, Pap, ich brauche dringend Geld. Dann sagt er, ah, Junge, Geld, das ist wie Sex. Nur solange du es nicht hast, kommt es dir wichtig vor. Und ich sage, geil, alle sind feiern und ich sitze allein zu Hause nachts vorm Fernseher und gucke mir auf DSF sexy Sportclips an. Hast auch kein. Du hattest auch kein Internet, das ist okay, das ist okay. Das ist nicht schlimm, du bist nicht alleine. Ja, mein Vater meint dann, wenigstens machst du was für deine Gesundheit. Ich habe gelesen in einem Bericht, dass zweimal pro Woche Masturbieren reduziert Herzrisiko um ganze 6 Wochen. Ich sag, Pap, ich bin so pleite und ich verbringe deswegen so viel Zeit zu Hause. Mein Herz ist abgesichert bis Februar 2080. Das Bild macht fertig, ja? Und mein Vater meint, da geh, such dir Arbeit. Ich sag, welche Arbeit? Ich bin 14, wo kriege ich Arbeit? Gehst du Sägewerk? Die nehmen auch Kinder für Mindestlohn. Aber musst du immer aufpassen, weil verdienst du nur den Mindestlohn, dann ist dein Chef ein Hundesohn. Ich so, Pap, komm bitte, schweif nicht ab, okay? Was soll ich machen, Mann? Ich will feiern, ich brauche Kohle, was weiß ich. Und mein Vater, da baust du eigenes Unternehmen auf. Was hindert dich daran, du selbst zu sein? Ich so, weiß nicht, Strafgesetzbuch. Ich habe dann angefangen, in der Schule Gras zu verkaufen. Was willst du machen? Der Treffpunkt für die Transaktion mit meiner Kundschaft war die Gemüseabteilung im Kaufland. Wisst ihr warum? Weil dort die Waage steht. Ich hatte vor nichts Angst. Doch hatte ich. Wisst ihr, wovor alle Russen Angst haben? Ihre Väter. Du weißt nie, wann er dir eine schmiert. Okay, krass. Wow. Hier spaltet sich das Publikum. Also ein paar schauen mich an. Oh mein Gott. Möchtest du darüber reden? Hörst du das, Cornelius? Ich höre, Herr Vater. Und zwischendrin sehe ich so ein paar Russen schmunzeln. Ja, Mann, der Typ war unberechenbar. Bei meinem Kumpel Viktor war es noch viel schlimmer. Sein Vater geht zu ihm und sagt, Vitya, welche Klassenarbeit schreibt ihr nächste Woche? Und er sagt, Mathematik. Bam, kriegt eine geschmiert. Falls du wieder eine 4 schreibst. Und Viktor sagt, aber Klassenarbeit ist erst nächste Woche. Nächste Woche habe ich Spätschicht, da sehen wir uns nicht. Aber ich muss sagen, Viktors Vater war speziell. Viktors Vater, wie kann ich ihn beschreiben? Wie ein Badezimmerteppich. So nach außen hin wirkt er irgendwie kuschelig,
Aber die meiste Zeit über ist er einfach nur angepisst. Wenn ich meinen Vater konfrontiere und sage, ey, warum warst du so, was sollte das? Dann sagt er, in Sowjetunion, wir haben so gelernt. Wenn Fernseher hat kleine Störung, haust du drauf, funktioniert wieder. Auf den ersten Blick wirken sowjetische Väter unberechenbar. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube an Gesetzmäßigkeiten und Systeme. Und wenn du in der Lage bist, das System zu durchschauen, dann findest du auch irgendwann die Schwachstelle darin. Als ich klein war, so 8, 9 Jahre, habe ich den Film Terminator gesehen. Ihr kennt den Film, oder? Arnold Schwarzenegger spielt einen Killer-Roboter, der durch die Zeit reist. Und der Terminator hat mich extrem an meinen Vater erinnert. Weil jedes Mal, wenn er mir eine geschmiert hat, hat meine Mutter gesagt, sei nicht sauer, er kommt aus einer anderen Zeit. Und ich habe auch gehört, wie meine Mutter am Telefon ihrer Freundin erzählt hat, im Schlafzimmer offenbart sich mein Vater als eine Maschine. Boah, diese Bilder. Also, es ist offensichtlich. Mein Vater ist ein Roboter. Und es ist meine Aufgabe, meine Mutter vor ihm zu retten. Ich warte, bis er heimkommt. Er kommt von der Frühschicht, geht sofort ins Schlafzimmer, lässt sich aufs Bett fallen. K.O. Ich schleiche mich rein. Und ich sehe ihn liegen, auf dem Rücken, oben ohne. Ich habe damals gedacht, seine Nippel wären Schrauben. Und die Haare drumherum, das wären Sprungfedern. Mein altes Modell. Und ich habe gedacht, wenn ich die Schrauben drehe, dann öffnet sich ein Gehäuse, dann kommt eine Tastatur raus und ich kann ihn umprogrammieren. Also, ich drehe die Schrauben, er wacht auf, blätsch, schmiert mir eine, ich flieg vom Bett. Aber ich hatte noch Plan B. In einem anderen Film habe ich gesehen, dass Roboter sterben, wenn sie nass werden. Also bin ich in die Küche und habe einen Topf mit Wasser gefüllt. Ich komme wieder ins Schlafzimmer und sage, wach auf! Und er wacht auf, ich will ihm das Zeug ins Gesicht schütten, aber die Griffe brechen ab und das Ding knallt ihm voll ins Gesicht. Ich renn raus, er lehnt sich zurück, nimmt den Topf und wirft ihn hinterher und trifft mich voll am Kopf. Und falls ihr glaubt, die Geschichte ist erfunden, hier ist die Narbe. Projekt Roboter war hiermit gecancelt. Aber ich habe trotzdem gelernt, ihn zu zähmen. Deutsche haben es mir beigebracht. Mein deutscher Freund Lars, seine kleine Schwester, geht zu ihrem Vater und sagt, du Papa, ich will ein Super Nintendo. Dann sagt er, nein. Was macht sie? Sie geht aufs Bett, fängt an zu hüpfen, zu tanzen und zu singen. Der Papa ist ein Arschloch, der Papa ist ein Arschloch. Cornelia, jetzt hörst du aber auf. Arschloch, Arschloch, Arschloch. 1, 2. Ich gehe zu meinem Vater. Papa, kriege ich ein Super Nintendo? Nein, und vergiss das sofort. Ich zähle im Kopf bis 2. Ist weg, ist weg. 2,5, Cornelia. 2,9. Sogar ihr Bruder Lars sagt, Nikita, 2,9, jetzt wird's ernst, gell? Da war ich noch nie, gell? Leben am Limit, Nikita. Was macht sie? Sie legt sich auf den Boden, fängt an zu schreien und zu treten und zu weinen und irgendwie kriegt sie den Super Nintendo. Und ich habe gemerkt, wenn du weinst, dann werden Menschen schwach. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Ich habe das geübt und von da an, wenn mein Vater mit mir geschimpft hat, konnte ich auf Kommando weinen und er hat sofort das Interesse verloren und den Raum verlassen. Es war etwas Göttliches, das durch mich geflossen ist. Ja, mein Vater sitzt vom Fernseher, ich komme rein, nehme die Fernbedienung weg und schalte um und der, hey! Und ich, meine Mutter kommt rein, was ist hier los? Und ich schlag. Und meine Mutter sagt, wenn du ihn anfasst, bringe ich dich um. Mein Vater sitzt in der Küche, macht sich ein Sandwich. Ich komme rein, nehme das Sandwich, pff, schmeckt scheiße, hier. Und der, hey, ich, du hörst meine Mutter oben rufen, was ist da unten los? Und mein Vater flüstert zu mir, du kannst nicht ewig heulen. Und ich so,
Muss ich auch nicht. Richtig schwierig wurde es, als ich von der Schule suspendiert wurde. Und zwar, weil ich mitten im Unterricht ein paar Tische weiter bin zu einer Klassenkameradin. Ich habe neben ihrem Tisch ein paar Bücher gestapelt, habe mich auf die Bücher draufgestellt und ihr voll laut ins Gesicht gefurzt. Ich kann das erklären. Erstens, sie war wunderschön. Okay, hier sitzen ein paar, ja, das klingt einleuchtend. Zweitens, ich war verliebt, sie nicht. Und deswegen habe ich ihr die Haare geföhnt. Der Lehrer hat das nicht eingesehen, er wirft mich raus und er sagt, ich schicke einen Brief nach Hause und ich rufe deine Eltern an. Ich bin nach Hause gerannt, um den Anruf abzufangen. Ich habe auf dem Weg nach Hause die Schallmauer durchbrochen. Ich komme heim und mein Vater ist schon am Telefon und hört sehr lange zu. Aha. Aha. Wirklich. Das kann nicht sein. Und ich stehe daneben. Meine Mutter kommt. Was ist hier los? Und mein Vater sagt, ich habe nichts gemacht. Glaub ihm kein Wort. Ich telefoniere mit Oma. Ich habe meinen Vater bewacht, 24 Stunden am Tag. Jede Bewegung verfolgt, 2 Faustlängen Abstand. Ich war überall, wo er war. Mein Vater geht zum Briefkasten, ich stehe hinter ihm. Und während er zum Briefkasten greift, mein Vater flüstert wieder, du hast irgendwas angestellt. Ich spüre es. Und ich... Pass auf, wie du mit mir redest. Sonst schläfst du wieder auf der Couch. Am nächsten Tag, ich bin oben in meinem Zimmer und ich höre meinen Vater rufen. Nikita! Da ist Brief von der Schule, komm sofort her! Und ich höre, wie meine Eltern sich unten streiten. Meine Mutter sagt ihm, ah, das ist alles wegen dir, alles deine Schuld. Wegen dir macht er diese Sachen, komische Sachen mit diesen armen Mädchen. Und mein Vater, ah, der wollte ihr nur zeigen, dass er sie mag. Sei froh, dass er nicht gezeigt hat, dass er sie liebt. Meine Mutter sagt, genau das ist das Problem. Er ist nicht in der Lage, Gefühle auszudrücken. Alles kommt raus durch falschen Ausgang. Vielleicht würde es Nikita ein bisschen gut tun, wenn er mal einen Vater-Sohn-Ausflug macht. Und mein Vater so, wie soll das gehen? Er hat überhaupt keinen Sohn. Durak, du sollst mit Kindern in Urlaub fahren. Und mein Vater so, Urlaub mit Kindern? Das widerspricht sich doch. Nur guck mal, du bist in einem Ort, wo du dich nicht auskennst. Du hast ein Zimmer, das ist schlechter als zu Hause. Kinder sind immer noch da. Wo ist bitte schön Urlaub? Konzentrier dich. Und meine Mutter dann, sag mir ehrlich, warum wolltest du Kinder haben? Ha? Und mein Vater, naja, also, ein Kind zu haben, das ist, als hättest du einen kleinen Kumpel, der immer pleite ist. Aber denk, dass du sehr reich bist. Und ich bin oben, ich übe vorm Spiegel. Ich muss gut sein. Ich muss nicht nur gut sein, ich muss sehr gut sein. Weil mein Vater, der kommt von der Frühschicht, der ist müde, der ist wütend, der hat einen Brief von der Schule bekommen. Ich muss perfekt sein. Und ich stehe vorm Spiegel. Das kennt er schon. Probier mal das Pferd. Pferd ist gut, Pferd killt. Die Sache ist die, wenn ich jetzt zu ihm runtergehe und er steht vor mir, ich weiß ja nicht, was er als erstes macht. Ja, es geht um Geschwindigkeit, wie bei einem Western. Wenn er zieht, mache ich... Und ich komme runter und er sitzt allein am Tisch, am Fliesentisch. So, setz dich. Und ich setze mich zu ihm. Und er fängt an. Junge, ich war... in letzter Zeit ein bisschen hart mit dir, aber ich wollte dir niemals das Gefühl
vermitteln, dass ich dich nicht liebe. Und ich so. Du liebst mich. Und mein Vater so. Ja. Und ich sage, hey, sorry, aber ich bin nicht schwul. Was hast du zu mir gesagt? Und ich sage, hey, du bist ein netter Mann, aber es zündet nicht, okay? Und mein Vater so, ich liebe ihn trotzdem, ich liebe ihn trotzdem, ich liebe ihn trotzdem, ich liebe ihn trotzdem. Und ich, und mein Vater, ich liebe ihn trotzdem. Das bringt nichts, Mama ist heute ganzen Tag bei Oma. Und ich, Der Lehrer meint, danke, Papa. Der Lehrer meinte dann, es würde meiner Entwicklung sehr gut tun, wenn ich mich an schulischen Aktivitäten beteilige. Und ich habe mich dann zur Wahl aufstellen lassen. Klassensprecher. Ihr kennt das, oder? Der Lehrer kommt rein, fragt in die Runde, wer will, schreibt paar Namen an die Tafel. Und mein deutscher Freund Lars neben mir, Nikita! Das machen wir, gell, Nikita? Und ich sag, Lars, bitte, halt's Maul. Jetzt komm, Nikita, das ist doch super, sag, gell, Nikita. Ich so, okay, stell uns auf. Und ich wurde gewählt. Ich war von da an Klassensprecher, Lars Stellvertreter. Mein Leben hatte jetzt einen Sinn. Ich war jemand. Aber ich wollte es zu Hause niemandem erzählen, weil im Russischen sagt man, Glück ist wie ein Kaninchen. Wenn du dich zu laut bewegst, läuft's weg. Aber Lars, ganz andere Mentalität. Lars kommt heim. Du, Papa! Bin jetzt Klassensprecher, gell? Und der Vater so, ah komm, schwätz keinen Scheiß. Das ist ja super Sach, Lars, gell? Wenn du so weitermachst, dann bist du ja bald Kanzler. Vater in die Küche. Sibylle! Sibylle! Mutter kommt rein. Ja, was denn los? Ja, der Lars, der ist jetzt Klassensprecher. Ja, schwätz keinen Scheiß. Das ist ja super Sach, gell, Lars? Sibylle! Jetzt bist du ruhig. Jetzt gehst du in die Küche rein, holst uns 3 Glas Apfelsaft. Jetzt wird er auch gestoßen. Lars war von jetzt an ein Mann. Und die Sache ist die, Lars war mein Nachbar. Und die Deutschen haben diese Mentalität, wenn die Nachbarskinder sich gut verstehen, dann wollen sich auch die Nachbarseltern gut verstehen. Also Lars, sein Papa, nimmt ein Sixpack Bier, kommt zu uns rüber und klingelt. Mein Vater macht auf. Was willst du hier, deutsche Papa? Ja, erstmal grüß Gott, gell? Ich wollte mit dir ein paar Bierle zapfen. Was, du willst zu mir nach Hause und dein Bier trinken? Hast du Probleme zu Hause? Neu, hani nicht? Ja doch, hani schon, aber die hat ja jeder, gell? Ja, deutsche Papa, tut mir leid, ich will deine Probleme nicht hören. Ja, ich bin doch nicht deswegen hier. Aha, das sehe ich, deswegen hast du so viel Bier dabei. Also, nimm's mir nicht böse, aber mir Probleme von anderen Menschen anzuhören, das ist, als müsste ich mir ein Fotoalbum anschauen, auf dem ich nicht drauf bin. Ich bin doch nicht deswegen hier, ich bin hier, um mit dir anzustoßen. Weißt du, unsere beiden Söhne, die sind jetzt Klassensprecher. Unsere beiden Söhne sind zusammen Klassensprecher. Ist das umgangssprachlich für etwas Homosexuelles? Nikita! Ich bin in meinem Zimmer. Mein Vater kommt die Treppen hoch. Ich erkenne ihn sofort an seinen Schrittgeräuschen. Wenn du nicht jedes Familienmitglied anhand seiner Schrittgeräusche erkennst, dann hast du noch nie masturbiert. Ich therapiere euch heute. Das ist... Mein Vater kommt rein, setzt sich ans Bett und sagt mir sofort, was ist das, Klassensprecher? Und ich sage, naja, so, wenn der Lehrer spät dran ist, machst du dich auf die Suche nach ihm. Oder aber du bleibst im Klassenzimmer und die, die sich falsch benehmen, deren Namen schreibst du an die Tafel. Und wenn der Lehrer reinkommt und das liest, weißt du, was abgeht. Cool, oder? Und mein Vater so,
Habe ich dich richtig verstanden? Du hast dich zum Verräter wählen lassen. Ich sag, nein, Pap, ich bin Klassensprecher. Ah, da sag mir den Unterschied. Und ich sag, na ja, als Klassensprecher, da hast du... Krass. Hör auf, das bringt nichts, Mama ist nicht da. Ich sag, du hast recht. Ich bin eine Ratte. Mein Vater, nein, Junge, Junge, langsam, langsam. Du bist keine Ratte. Schau mal, eine Ratte versucht immer, den rechten Weg zu gehen. Erst wenn die Situation ausweglos ist, zieht die Ratte es in Erwägung, seine Leute zu verraten. Du petzt ohne Grund. Du bist keine Ratte, du bist, wie heißt dieses? Du bist ein Arschloch. Komm mal her. Gehst du morgen zu Lehrer, ich sag Lehrerin, aufpassen. Du gehst dahin und sagst, du bist kein Klassensprecher mehr, hast du verstanden? Ich sag, nein, wieso? Es macht mir Spaß. Es macht mich glücklich. Und mein Vater, glücklich? Junge, Glück, das ist Stillstand. Wenn du glücklich bist, du entwickelst dich nicht weiter. Du strebst nicht nach Höherem. Willst du wirklich so sein? Ha? Willst du glücklich sein? Willst du ein Versager sein? Ich gehe also in die Schule. Ich sag, hey, Frau Meier, ich will kein Klassensprecher mehr sein. Und sie sagt, warum, was ist los? Und ich sag, naja, es macht mich glücklich irgendwie. Und mein Vater hasst glückliche Menschen. Hey, ich sitze am Tisch, mein Vater neben mir, liest Zeitung. Und irgendwann fragt er mich, hast du Problem in der Schule gelöst? Ich sag, ja. Aber was hast du gesagt? Ich habe gesagt, das ist ein Rattenjob und ich bin keine Ratte und deswegen mache ich diesen Rattenjob nicht. Sie soll irgendeiner anderen Ratte diesen Rattenjob geben und stattdessen soll sie mir etwas geben, was zu meinem Charakter passt. Besser gesagt zu deinem. Und was machst du jetzt? Jetzt putze ich die Tafel. Ach, hast du Spaß dabei? Ich sag, nein, es ist zum Kotzen. Oh, jetzt hast du das Leben endlich verstanden. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe eine Schwester. Wir haben 14 Jahre Unterschied. Und bevor sie auf die Welt gekommen ist, hat mein Vater gesagt, bald gibt's Überraschung, Familie wird größer. Und ich dachte, geil, endlich, ihr kauft mir einen Hund. Ich war mir sicher, dass es so war, weil eine Woche vorher habe ich bei meinen Eltern unter das Bett geschaut und da lag eine Leine und ein Maulkorb. Das Bild macht fertig, ja? Aber dann kommt meine Schwester auf die Welt und ich sag, was soll die Scheiße? Mein Vater meint, aber was bist du so überrascht, ha? Hast du nicht gemerkt in letzter Zeit, dass deine Mutter diesen Bauch hat? Ich sag, doch schon, aber ich dachte, das wäre jetzt Partnerlook bei euch. Von da an, als meine Schwester auf die Welt kam, war sehr schwer, die Aufmerksamkeit meiner Eltern zu kriegen, weil sie hatten nur noch den Fokus für sie. Es war auch sehr schwer, meine Eltern zu begeistern. So, ich war mit 15 schon 1,90 groß. Ich gehe zu meinem Vater, ich sage, Papa, guck mal, ich bin größer als du. Dann sagt er, du bist vielleicht höher als ich, aber du wirst niemals größer sein. Was willst du machen? Meine Schwester hat die ersten 9 Monate kein Wort von sich gegeben. Wahrscheinlich war sie sauer. Nein, das Problem war, sie hatte oben keine Zähne, nur unten. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ist vielleicht so ein Dorfding, ich habe keine Ahnung. Heute sieht sie nicht mehr so aus. Ist in die Stadt gezogen. Nein, also sie konnte die Vokale nicht richtig aussprechen. Und das Problem war auch, wenn sie wütend wurde, ich konnte sie nicht richtig ernst nehmen. Ja, sie sah aus wie ein Nussknacker, der Stuhlgang hat. Ja, und wie gesagt, die Vokale, sie konnte sie nicht wirklich aussprechen. Das heißt, wenn ich zu ihr gesagt habe, Michelle, sag Kokain,
Dann sagte sie, gucken. Ich schweife ab. Also, es war sehr schwer, meine Eltern zu begeistern. Ja, du kommst heim, sagst, Papa, guck mal, ich habe eine 2 in Mathe. Dann sagt er, ah, warum keine 1? Ja, dann kommst du heim, sagst, Papa, guck mal, ich habe eine 1 in Mathe. Dann sagt er, ah, wie viele Leute haben noch eine 1? Das hört nie auf. Ich sag, Papa, guck mal, ich bin Comedian, bin erfolgreich, bin im Fernsehen mit Dieter Nuhr, ich bin im Radio, jeden Tag. Hörst du an? Dann sagt er, na, wäre ich so witzig wie du, hätte ich das auch geschafft. Wie entgehst du als 15-Jähriger so einem Leistungsdruck? Durch Gleichgültigkeit. Aber wie erreichst du diese Gleichgültigkeit? Indem du Gras rauchst. Problem ist nur, der Zustand ist nur vorübergehend. Das heißt, du musst permanent Gras rauchen. Das ist Arbeit. Ja, früher war das noch ein Wochenendprojekt, aber irgendwann sitzt du da mitten im Unterricht und hast unterm Tisch so eine Plastikflasche und mit dem Geodreieck sägst du den Boden aus. Ich bin schockiert, dass ihr wisst, wovon ich spreche. Und in der 5-Minuten-Pause gehst du runter aufs Klo, reißt den Klokasten auf und rauchst aus dem Klokasten Eimer. Und wenn du erst einmal gekifft hast, dann stellst du plötzlich tiefgreifende Fragen. Du interessierst dich plötzlich für die Welt. Ja, mein Kumpel Victor und ich sitzen voll stoned im Unterricht und auf einmal fragt er mich, Nikita, wie kommt es eigentlich, dass ein Meteorit immer genau in einen Krater einschlägt? Und ich sag, ist es dein Ernst? Nur ich denke am Krater, ist Erdanziehungskraft am stärksten. Ich sag, das ist so dumm. Das ist so dumm. Nein, Mann. Wissenschaftler berechnen die Flugbahn des Kometen. Und dort, wo der Komet einschlagen soll, graben sie ein Loch. Ja, Nikita, ich denke nicht. Ich denke, die Natur regelt diese Dinge. Wie erklärst du dir zum Beispiel, dass ein Fluss immer exakt unter eine Brücke durchfließt? Das Problem an der ganzen Sache war, die ganze Klasse hat uns zugehört. Sogar der Lehrer hat aufgehört, an die Tafel zu schreiben. Aber das Problem war nicht nur das Gespräch an sich, sondern was wir während dem Gespräch gemacht haben. Kennst du das, wenn du so bekifft bist, dass du versuchst, das Krokodil auf deinem Lacoste-Hemd mit Keksen zu füttern? Du hast gekocht fürs Krokodil, ich höre es schon raus. Es ist Der Lehrer nimmt uns mit aufs Lehrerzimmer und hält uns eine riesen Standpauke. Das geht so nicht, was ist das für eine Einstellung? Habt ihr keine Ziele in eurem Leben? Nikita, was ist dein Traumjob? Und ich, Traumjob? Ich bin doch nicht blöd und träume in meiner Freizeit von Arbeit. Victor, was ist mit dir? Es muss doch etwas geben, das dir gefällt, das du gerne hast. Du kannst es auch mit was anderem kombinieren und daraus einen Beruf machen, egal was. Und Victor so, naja, also, ich mag Äpfel. Und ich mag Bruce Willis. Ich könnte Äpfel pflücken für Bruce Willis. Hast einen Traumberuf gefunden, ne? Der Lehrer meint dann, Jungs, jeder Mensch hat ein Talent. Ihr müsst es nur finden. Und Victor so, nein, nicht jeder Mensch hat Talente. Lehrer haben keine Talente. Weil mein Vater hat immer gesagt, wer etwas kann, der macht es. Und wer es nicht kann, der unterrichtet es. Und der Lehrer meint dann, Jungs,
Habt ihr Probleme zu Hause? Ist irgendetwas passiert? Habt ihr irgendwas auf dem Herzen? Ich meine, ihr könnt mit mir reden, egal was. Und ich sage, ja, schon. Der so, ja, bitte, sag's mir. Und ich sage, naja, also, ich bin jetzt 15. Wenn ich eine Hautcreme auftrage, die 20 Jahre jünger macht, muss ich dann sterben? Und Victor so, nein, du reinkarnierst im Paralleluniversum. Präsident ist eine Katze. Ich sag, als ob, wie heißt die Katze? Miausef Stalin. Der Lehrer sagt, ihr seid total schaden. Ihr seid durch. Ich rufe jetzt eure Eltern an. Und der Lehrer ruft an. Und mein Vater geht ans Telefon. Und der Lehrer erzählt ihm, ihr Sohn hat ein Drogenproblem. Ihr Sohn ist ständig bekifft in meinem Unterricht. Und mein Vater reagiert wie fast alle Eltern, wenn sie so einen Anruf bekommen. Das kann nicht sein, auf Wiedersehen. Dann gibt er den Hörer meiner kleinen Schwester und sagt, geh Schatz, leg Telefon auf für Papa, ja? Aber meine Schwester nimmt den Hörer und sagt, Kokain! Mein Vater nimmt schnell den Hörer und sagt, Entschuldigung, das war meine kleine Tochter. Um auf Nummer sicher zu gehen, kommen meine Eltern ins Zimmer und sagen, Dag, morgen früh, wir fahren zum Hausarzt und machen Urintest. Wenn das positiv, bringe ich dich um. Und ich... Und meine Mutter, hör auf, das bringt nichts, ich bin auf seiner Seite. Okay, Plan B. Ich rufe meinen deutschen Freund Lars an. Lars, Nikita! Lars, ich brauche deinen Urin. Nikita, schon wieder? Ich sag nein, diesmal für was anderes. Bin gleich da, Nikita. Eine Stunde später kommt Lars und bringt mir ein Gurkenglas voll mit seiner Pisse. Und ich sag, warum stinkt das so? Ich hab vorhin Spargel gegessen, Nikita. Ich sag, warum ist das Glas so nass? Ihr habt zwischendurch niesen müssen, Nikita. Ey, das Glas hat so gestunken, ich wusste nicht, wohin damit. Meine Eltern werden es riechen, sie werden es finden und wenn mein Vater besoffen ist, wird er es trinken. Wo versteck ich's? Unterm Kopfkissen. Was will ich machen? Aber damit auch keiner herangeht, gehe ich auch gleichzeitig ins Bett. Gute Nacht! Ich liege im Bett, bin zugedeckt. 10 Minuten später kommt meine Mutter ins Zimmer und sagt, es ist erst 16 Uhr, was soll das? Warum riechst du im Gesicht nach Urin? Und ich habe als Ausrede das gesagt, was ich sonst immer sage, wenn meine Mutter riecht, dass ich geraucht habe, ist nicht meine Pisse. Die anderen haben gepisst. Ich lag nur in der Nähe. Woran merkst du, dass du ein Drogenproblem hast? Du hast irgendwann einmal keine Hemmungen mehr, deinen besten Freund zu beklauen. Victor und ich, ständig. Ich bin sogar einmal bei ihm zu Hause eingebrochen, habe sein Zimmer nach Gras abgesucht und ihm das Gras am nächsten Tag zurückverkauft. Habe ich aus König der Löwen. Kreislauf des Lebens. Er hat auch das Gleiche mit mir gemacht. Ja, 5 Uhr morgens, ich öffne die Augen und ich sehe, wie er durchs Fenster in mein Zimmer klettert. Ich sage, ey, Alter, was wird das? Und Victor, oh, Nikita, guten Abend. Ich wollte nur schauen, wie es dir geht, ob du zugedeckt bist. Dann gibt er mir einen Kuss auf die Stirn
und klettert wieder raus. Und diesmal wieder, ich öffne die Augen, er klettert in mein Zimmer. Ich sage, ich habe kein Gras hier, verpiss dich wieder. Nikita, ich brauche den Urin. Ich weiß, dass du ihn hast, ich kann ihn riechen. Deutscher Junge hat gesagt, da ist genug für uns beide. Ich will alles. Und wir streiten uns. Und er findet das Glas und wir ziehen hin und her. Und irgendwann geht der Deckel auf und alles verschüttet sich auf meinem Bett. Meine Eltern haben das unten nicht mitgekriegt. Mein Vater hat mit meiner Schwester gespielt. Oder wie eben sowjetische Väter mit ihren Kindern spielen. Es läuft so ab. Er geht zu ihr und sagt, Mischa, wir spielen Versteck. Du versteckst dich und Papa wird dich sehr lange suchen. Und dann versteckt sie sich. Mein Vater macht ein Bier auf und setzt sich vor den Fernseher. Und damit sie auch wirklich denkt, dass er sie sucht, macht er alle 10 Minuten, Mischa, wo bist du? Bis sie in ihrem Versteck einschläft. Der Typ ist ein Genie. Ich schweife ab. Also, es klingelt an der Tür. Meine Mutter macht auf. Der Lehrer ist da mit 2 Polizisten. Durchsuchungsbefehl. Der eine stürmt hochaggressiv in die Küche, durchwühlt alle Schubladen. Der andere stürmt hoch zu mir ins Zimmer. 2 Minuten später kommt er wieder runter und fragt meine Mutter, misshandeln Sie Ihren Sohn? Und meine Mutter so... Und der Polizist sagt, es ist erst 17 Uhr, er liegt bereits im Bett und ist komplett eingenässt. Der andere Polizist ist immer noch in der Küche, checkt alle Schubladen. Und dann macht er die untere große Schublade auf, liegt da meine Schwester. Mein Vater kommt angerannt und sagt dem Polizisten, sie schläft. Aber der Polizist holt sie trotzdem raus und meine Schwester wacht sofort auf und sie fängt an zu weinen und zu quengeln, wie Babys immer eben so sind, wenn man sie zu früh weckt. Und sie nimmt den Polizisten, packt ihn so am Gesicht, drückt ihn zu sich. Danke, Leute.